Focus on Human. Den Mensch in den Mittelpunkt stellen. Die Lernziele sind zu verstehen, was die grundlegenden Aktivitäten sind, wenn wir einen menschzentrierten Entwicklungsprozess haben, was die typischen Produkte sind, die aus einem Designprozess, aus einem Entwicklungsprozess herauskommen, was unsere Ziele im Entwicklungsprozess sind und dann in der Lage zu sein, zu erklären, wie diese Produkte und Ziele im Kontext eines Szenarios in der echten Welt umzusetzen sind. Wir haben dann von Golden Lewis einige grundlegende Prinzipien, die sollte man erklären können. Und am Ende die Aussage, make mistakes early and recognize them im Kontext von Benutzbarkeit. Also das frühe Fehler machen. Gehen wir einen Schritt zurück. Evolution. Der Mensch hat sich entwickelt und Werkzeuge sind im Zentrum dieser Entwicklung. Der Mensch ist in der Lage, Werkzeuge zu bauen, um sich Aufgaben einfacher zu machen, um sein Leben einfacher zu machen. Es gibt einige Tiere, die Werkzeuge benutzen, so wie den Vogel, der sogar Werkzeuge baut, aber natürlich in einer sehr, sehr einfachen Form. Und die Fähigkeiten, die wir haben, hängen sehr stark mit den Werkzeugen zusammen. Wir haben das besprochen im Task Artifact Cycle, also wo wir Aufgaben und Artefakte bauen und die sich gegenseitig beeinflussen. Durch diese Werkzeuge haben wir es geschafft, in den letzten 2.000-3.000 Jahren unsere kognitiven Fähigkeiten zu verstärken. Wir haben nicht nur Werkzeuge, um unsere Umwelt zu verändern, wie ein Hammer oder ein Bagger, sondern wir haben auch Werkzeuge, um unsere kognitiven Fähigkeiten zu verstärken. Schreiben ist ein ganz großes Werkzeug da drin, das Rechnen. Das heißt, wir sind in der Lage, Sachen, die wir nur mit Denken machen können, um ein Wesentliches zu erweitern, indem wir unsere Kognition durch Werkzeuge unterstützen. Und ganz viel in der Informatik, was wir heute sehen, ganz viele Dinge, interaktive Anwendungen, die wir designen, gehen genau in diese Richtung, dass wir unsere Fähigkeiten verstärken, sei es ein Textverarbeitungsprogramm, sei es eine Tabellenkalkulation, bis hin zum Shopsystem. Jetzt ist die Frage, brauchen wir überhaupt einen Prozess? Ist es nicht einfach, gute Produkte zu machen? Und da ist es so, es gibt ganz viele Produkte, die nicht gut funktionieren. Die Frustration in der Nutzung von Computern ist eben so ein Beispiel, wo Leute mit Produkten konfrontiert sind, die sehr schwierig zu bedienen sind. Es gibt so einige Fehleinschätzungen. Die einen sagen, wenn es der Entwickler benutzen kann, dann können es echt alle benutzen. Das ist falsch. Ähnlich ist es so, wenn man in einer Firma sagt, unsere Mitarbeiter im Verkauf oder unsere Mitarbeiter im Büro, die können das alle bedienen, also muss es schon irgendwie gut bedienbar sein. Auch das ist eine falsche Annahme. Ähnlich ist es so, gutes Design, gutes Interface ist einfach Common Sense, also sozusagen, wenn jemand klar denkt, dann wird es schon. Auch das ist falsch. Und der letzte Punkt, inzwischen mehr so, wenn wir uns an die Richtlinien halten, die uns jemand gibt, dann wird es schon funktionieren. Auch das ist nicht richtig. Und wir werden schauen, warum ein Prozess hilft, gute Interfaces zu machen. Vorab einige Punkte, wie es nicht funktionieren kann. Das eine, was wir eben ganz häufig auch in der Industrie noch sehen, ist, wir bauen ein Produkt und am Ende sagen wir, Usability-Abteilung, könnt ihr das bitte testen und zertifizieren, dass wir shippen können, aber wir möchten nächste Woche das Produkt zu dem Kunden bringen. Das funktioniert nicht, weil an dem Zeitpunkt kann man eigentlich nichts mehr retten. Ähnlich ist es so, wenn man eben Benutzbarkeit, User Interface, als das sieht, ich habe ein Produkt und am Ende mache ich irgendwie ein Interface drumherum, damit es Leute gut finden, damit es Leute bedienen können. Ähnlich ist der nächste Punkt, der hängt damit zusammen, wenn ich die Systemarchitektur festgelegt habe, wenn ich das System komplett gebaut habe, oder zumindest komplett designt habe, technisch, dann ist es sehr schwierig, eine gute Benutzbarkeit zu schaffen. Und wenn die Leute, die es entwickeln, auch gleichzeitig die Benutzbarkeit testen,
Das ist auch ein ja, gutes Rezept für ein Produkt, das nicht gelingen wird. Weil diese Leute haben natürlich ganz andere Einsichten in das Produkt und das werden wir uns auch noch betrachten. Ich habe hier eine Analogie dazu. Der Innenarchitekt kann ein Haus nicht mehr retten, wenn der Architekt vergessen hat, Fenster reinzumachen. Der kann das schon noch ein bisschen schöner machen, aber wenn das Layout vom Haus, wenn die Raumanordnung, wenn die Fenster nicht gut sind, dann kann der beste Innenarchitekt da kein super Haus mehr draus machen. Und ähnlich ist es eben mit Software. Wenn die technische Infrastruktur, wenn der Aufbau nicht gut ist, dann können wir auch am Ende mit dem User Interface das nicht mehr retten. Deshalb ist es eben wichtig, das User Interface vom Anfang an mitzudenken, von Anfang an das in Betracht zu ziehen, dass der Mensch das benutzen muss, dass es einfach zu benutzen sein soll. Und es gibt einen sehr interessanten Ausspruch von Frank Lloyd Wright, ein ganz bekannter Architekt. You can use an eraser on the drawing board or a sledgehammer on the construction site. Und was uns das sagt, ist, in der Phase, wo wir planen, wo wir eine Softwarearchitektur machen, da sich zu überlegen, eine Änderung zu machen, das ist relativ billig. Das ist ähnlich wie ich radiere im Plan die Wand raus oder radiere ein Stück Wand raus, mache da ein Fenster rein. Am Ende, wenn ich es gebaut habe, das zu verändern, ist es sehr, sehr teuer. Und bei Gebäuden ist es total offensichtlich, da wissen wir das, dass es schwierig ist, die zu verändern. Bei Software wird dann häufig gedacht, naja, ich kann ja noch ein Software-Update dann zum Kunden schicken. Aber die Kosten sind immens. Deshalb ist es wichtig, die Benutzbarkeit des User Interface von Anfang an mitzubedenken. Jetzt ist es so, Benutzbarkeit und Technologie, das geht nicht immer einher. Und es gibt ein ganz altes Beispiel, was ich sehr spannend finde. Also einer der Menschen, der technisch ein Genie war, sicher. Edison hat sehr viele Erfindungen gemacht, hat ein Musikabspielgerät und Sprachabspielgerät gemacht. Er hat eine Walze gebaut und ja, sieht ähnlich aus wie ein Grammophon. Und die Walze konnte Musik abspielen. Wenn Sie sich aber daran erinnern, die meisten von Ihnen haben vielleicht bei den Großeltern mal noch Schallplatten gesehen. Das heißt, die Walze hat sich nicht durchgesetzt, sondern die Schallplatte hat sich durchgesetzt. Warum war das jetzt so? Eine Schallplatte ist relativ schwierig. Innen sind die Ringe geringer wie außen. Das heißt, die Rotationsgeschwindigkeit bleibt gleich, aber die Geschwindigkeit des Kopfs auf der Schallplatte verändert sich. Das heißt, es ist mit dem Gleichlauf, gleiche Geschwindigkeit, ist alles so ein bisschen schwieriger, nicht ganz so optimal. Wenn ich einen Zylinder habe, auf dem ich das Außen habe, habe ich viel einfachere Möglichkeiten, gleiche Geschwindigkeit zu haben. Und wenn man es so technisch betrachtet, ist es so, dass die Schallplatte eine eigentlich die schlechtere Lösung war, technisch, aber sie hatte natürlich im großen Kontext eine ganze Menge an Vorteilen. Sie hat sich einfach massenproduzieren lassen, man konnte sie pressen, sie war einfacher zu verschicken wie eben so ein Zylinder, man konnte sie auf beiden Seiten bepressen, das heißt, man konnte eben eine A- und eine B-Seite haben. Und damit ist eine Technologie, die eigentlich schlechter war, zur Massentechnologie geworden, weil sie eben auf vielen Ebenen ein besseres Produkt war. Und nicht nur die Benutzbarkeit. In dem Fall ist es so, das, was wir heute als User Experience bezeichnen, ist vermutlich von der anderen Technologie besser. Aber wir haben das auch gesehen bei späteren Sachen, ob das die Kassette ist oder ob es die CD ist. Da ist es auch so, dass nicht unbedingt die beste Technologie sich durchgesetzt hat, sondern da sind da noch viele andere Sachen spielen mit rein. Das heißt, was wir hier mitnehmen sollten, ist ganz wichtig zu verstehen, der ganze Kontext spielt eine Rolle. Nicht nur die Technologie, nicht nur ein Benutzbarkeitsfeature oder eine Eigenschaft in der Benutzbarkeit, sondern wirklich das Gesamte. Und das heißt, wenn wir normal Interfaces bauen, wenn wir eine User Experience designen, sind wir im Kontext von einem größeren Produktteam. Trotzdem zurück zum Fokus auf den Benutzer. Auch wieder ein erfolgreiches Produkt und ein Produkt, das eigentlich so ein bisschen vorher war, aber nicht so erfolgreich. Das ist der Stereo Belt und das war eine Patentanmeldung. Und wenn man das sich jetzt anschaut, ein Gürtel mit Batterien, Kopfhörer und so weiter, ist es gar nicht so richtig weit weg.
vom Walkman, der dann ein paar Jahre später wirklich den Markt komplett beherrscht hat, was mobile Musik angegangen ist. Und der Mensch, der das Patent hatte, hat dann auch gegen Sony versucht zu kämpfen. Das ging sehr lange, ist eine Geschichte, kann man sich nachlesen. Weil er hat das Gefühl, ich hab's ja erfunden und Sony hat's nur gebaut. Wenn man sich jetzt aber das anschaut, das Design ist sehr, sehr unterschiedlich. Den Walkman konnte man mit Frauen, mit Männerkleidern tragen. Man brauchte nicht eine Hose, brauchte kein Gürtel und so weiter. Das heißt, da ist viel mehr Design für den Menschen drin, wie in der technischen Lösung des Gürtels mit dem Kopfhörer. Und das ist was ganz Wichtiges zu verstehen, dass wir natürlich für eine ganz breite Menge an Menschen häufig ein Design machen. Und was wir eben hier sehen ist, technisch sind die Lösungen sehr ähnlich, aber das Design zu denken, wie der Benutzer das nutzen kann, das ist was, was hier in dem Walkman eben was ganz anderes ist wie in dem Stereo Belt. Und deshalb kommt es auch auf das Detail an und dafür hilft natürlich auch wieder der Prozess. Was sind jetzt Produkte, die aus dem Design, aus dem Entwicklungsprozess rauskommen? Und ganz klar, wenn wir uns das denken, das sind Benutzerschnittstellen, User Interfaces, das sind die Arten, wie wir interagieren. Das sind aber ganze Arbeitsumgebungen, die wir mit unseren Technologien designen. Es sind auch teilweise die Aufgaben und Prozesse, die wir neu designen durch Technologie, durch den Technologieeinsatz. Es ist das, was der Mensch erlebt, das Benutzererleben am Arbeitsplatz, im Hobby, in der Freizeit, beim Gamen, beim Spielen, beim Musikhören. Im Betrieben geht es bis hin zu Organisationsstrukturen, die durch Software-Designs verändert werden. Und am Ende ist es natürlich auch, wir gestalten Gesellschaft und das sieht man aktuell mit sozialen Medien, wenn man jetzt eben betrachtet, Twitter, Facebook haben unsere Gesellschaft verändert. Und wieder der Rückblick zum Task-Artefact-Cycle, auch die Bedürfnisse der Benutzer verändern wir durch das Design unserer Produkte. Ich habe hier als Hintergrundbild eine Baustelle gewählt, wo jemand ein Kran-Steuergerät hat. Und das war ein Projekt, ein Studierendenprojekt, wo wir diskutiert haben, können wir denn so ein Kran-Steuergerät, das ist relativ teuer, durch ein Telefon ersetzen? Weil wenn man das sich anschaut, dann so aus einer theoretischen Sicht, der Kran hat einige Achsen, die ich steuern kann. Das kann ich natürlich auf dem Touchscreen oder mit Tasten ganz gut machen. In dem Moment, wenn ich auf die Baustelle gehe und hier oder mir das Bild anschaue, dann wird auf einmal klar, na, vielleicht ist Telefon gar keine so gute Idee. Vielleicht ist wirklich das dedizierte Gerät, selbst wenn es teuer ist, die bessere Lösung, weil wie wir hier sehen bei dem Menschen, er trägt Handschuhe, er trägt es am Körper, am Gürtel, weil er eben die Hände frei haben muss, wenn er dann die Ladung manövriert. Das ist was Interessantes, dass wir eben verstehen müssen, dass es nicht nur das Interface ist und dass es eben nicht eine theoretische Frage ist, sondern dass wir den Kontext des Produkts in das, das wir designen, verstehen müssen. Was sind jetzt die Ziele? Warum designen wir das? Und die können vielfältig sein. So, das Erste, an das wir denken, ist, wir designen ein neues Produkt, ein neues System oder eine ganz neue User Experience. Das heißt, wir machen was Neues. Was aber ganz häufig der Fall ist, es existieren Produkte, die sind nicht ganz top. Das heißt, wir versuchen, dich zu verbessern. In anderen Bereichen ist es so, wir versuchen, Sicherheit herzustellen. Wir versuchen, das Design so zu verändern, dass es sicherer wird. Und das kann am Produkt sein, das kann aber auch das sein, dass wir zum Beispiel ein Training für ein Produkt designen, dass eben jemand das Interface besser benutzen kann. Wir können uns das anschauen, wie wir die Leistungsfähigkeit der Benutzer mit dem System verbessern können, wie wir Methoden, dass eben der Mensch mit dem Gerät, weil das Lernen von einer Anwendung spielt natürlich mit rein. Ganz häufig haben wir Anwendungen, wo wir gar kein Lernen haben wollen. Wenn wir aber im professionellen Umfeld uns anschauen, nehmen Sie zum Beispiel einen Operationssaal oder sowas. Es ist so, dass Leute ein gewisses Training brauchen und das heißt, zu dem Design vom Gerät gehört dann manchmal auch das Design des Trainings dazu. Oder wir unterstützen eine Organisation, die dann eine Firma, die mit dem Design auch den Prozess verändert. Und wir haben ganz häufig so vier Schritte. Wir sehen eine ganze Menge an verschiedenen Prozessen noch im Rahmen der Vorlesung. Das ist ganz häufig, wir versuchen so das Frontend zu verstehen, machen dann Prototypen, machen ein technisches Design
und evaluieren das. Und das ist so ein Prozess, der uralt ist. Also den gibt es schon ja vor Computern. Und wir werden sehen, dass das sich so ein bisschen ja optimiert hat hin zu, wie generieren wir sehr gute User Interfaces? Wie generieren wir benutzbare Systeme? Golden Lewis haben schon 1985 Grundprinzipien für benutzbare Systeme gezeigt, postuliert in einem Paper. Und das sind vier Sachen, die sie sagen. Also es muss einfach sein, das System zu lernen und auch, dass man sich daran erinnert. Es muss nützlich sein. Es muss was sein, was Leute brauchen. In dem Fall war es sehr stark aus der Arbeit gedacht, also was Leute bei ihrer Arbeit brauchen. Und es muss einfach und angenehm zu benutzen sein. Die vier Prinzipien haben die schon 1985. Und ganz viel, was wir heute sehen, was wir auch in Grundbegriffen gelernt haben, geht sehr stark darauf zurück. Und wie kommen wir dahin? Und sie haben gesagt, es sind drei grundlegende Aktivitäten, die wir dafür brauchen. Wir brauchen einen Fokus auf den Benutzer. Wir müssen den Benutzer verstehen. Wir müssen nachweisen, dass es funktioniert, also empirisches Messen. Also wir messen, ob es funktioniert. Und damit können wir dann eben sagen, es funktioniert, wir können es verbessern. Und das Ganze machen wir in einem iterativen Design, weil aufs erste Mal wird es nicht richtig. Das heißt, wir probieren es aus, steuern nach, probieren es aus, steuern nach. Das heißt, wir haben einen Designprozess, der iterativ ist. Auch das ist was, schon relativ früh sehen wir später in verschiedenen Beispielen immer wieder und wieder in einer sehr, sehr ähnlichen Art und Weise. Wenn wir jetzt nochmal auf die Punkte schauen, das erste ist, wir müssen verstehen, wer der Benutzer ist, also der Fokus auf den Benutzer und seine Aufgabe. Das heißt, wer ist der Benutzer? Was hat er für Anforderungen kognitiv in seiner Arbeit? Und wir müssen verstehen, was der braucht, um eben für den oder die Benutzerin designen zu können. Als zweites müssen wir in der Lage sein, zu messen, haben wir das, was wir wollen, auch erreicht? Oder glauben wir nur, dass wir es erreicht haben? Und das kann sein, dass wir am Anfang eine Simulation machen oder einen Papierprototypen, das sehen wir dann auch noch später in der Vorlesung. Und dann schauen wir, ob wirklich das, was wir wollen, was unser Designziel ist, erreicht ist. Und wir messen es. Wir messen vielleicht mit einem Nutzer, aber wir können auch vielleicht mit 10, mit 20. Es kommt darauf an, in welcher Phase der Entwicklung wir sind. Und das Dritte ist eben, wir testen, wir ändern, wir testen, wir ändern. Und das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Wir können nicht ja, von Anfang an wissen, wie es am Ende funktioniert. Ganz häufig ist es so, wir müssen Iterationen machen, um zu verstehen, wie Leute damit interagieren, wie das für Leute funktioniert. Und hier wieder so grundlegende Schritte, die man in den meisten Prozessen sieht. Wir identifizieren, was notwendig ist für den Benutzer, die Anforderungsanalyse. Wir entwickeln alternative Designs, nicht nur eins, sondern mehrere und versuchen eben die rauszufinden, welche passen davon. Wir bauen einen interaktiven Prototyp, wir evaluieren den. Und das Ganze ist dann häufig auch als so ein Cycle dargestellt, also ein Kreis. Create, Evaluate, Understand, Create, Evaluate, Understand. Und da gibt es eben viele Versionen mit mehr Details da drin. Und damit sind wir am Ende von dem Block. Hier sind noch einige Fragen. Wenn Sie die beantworten können, haben Sie verstanden, was hier drin ist. Hier noch die Referenzen. Das eine Patent ist ganz interessant zu lesen. Das ist das Patent von dem Stereo Belt und der originale Artikel von Colden Lewis von 1985. Vielen Dank.